Beerdigungen gehe ich nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Oder wenn ich glaube, den Toten könnte meine Abwesenheit kränken. Ich habe lange überlegt, ob ich zu Olgas Beerdigung gehen soll. Ruth verfolgt einen zarten Wolkenschleier, der langsam in ihre Richtung segelt. Als er über ihr schwebt, ändert er plötzlich die Richtung und kehrt in der gleichen Spur zurück, auf der er gekommen ist. Die Verwandlung des Alltäglichen in seine impressionistische Variante. Wie von Liebermann gemalt. Olga? Ja? Ruth? Bist du das wirklich? Ich wollte zu einer Beerdigung, aber habe den Friedhof nicht gefunden. Der Friedhof ist gleich nebenan. Da liege ich auch. Hat meine Irrfahrt mich in eine Oase der Seligkeit geleitet? Ach, seufzt du vor Erleichterung, weil du nicht bei meiner Beerdigung sein musst? Olga, aber du bist doch selbst nicht da, wenn du hier bist. Ich kann jetzt überall sein. Mit dem Tod ist es wie mit der Kunst. Denken Sie doch mal an Munchs Schrei. Der Ausdruck des Schmerzes auf Leinwand gebannt überdauert den Lebensmoment, dem er entliehen war, um eine Ewigkeit. Der Tod adelt Betrüger, Mörder, Säufer und alle anderen tun nicht gut. Naja, wenn man solche Reizwörter wie Mauer und Stasi in ein Buch reinschreibt, muss man sich doch nicht wundern, wenn es nicht gedruckt wird. Aber die Mauer und die Stasi gibt es doch, oder? Niemand will euch wieder haben, nicht mal die Kommunisten. Ha! Kommunisten! Verräter sind das! Heuchler! Schon im Großen! Über den 888-Orbern. Welche Namen die mit dickem Filzstift gezogenen schwarzen Balken wohl verwahren? Natürlich haben wir ihn verdächtigt. Nicht nur verdächtigt, wir waren uns sogar sicher. Aber doch nicht, dass er unseren Fäden gekommen ist. Wir dachten, dass er die Museen ausspionieren soll oder sonst wen. Aber doch nicht uns. Du weißt, dass wir uns ziemlich schnell verabschiedet und irgendeine Verabredung erfunden hatten. Ja. Weißt du, Schuld bleibt immer. So oder so. Ruth blickt auf eine Lichtung, nur von einzelnen riesigen Bäumen bewachsen, unter denen eine ungebärdige Menschenmenge umherspringt und tanzt. Wunderbar.